Moin, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge S19 auf der. Ja, ihr wisst, mich hat mir wieder das Play. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und jetzt sind wir am 10:09 Uhr, wir fahren los und brechen. Ich habe Trinken geholt, alles gemacht. Wir können losfahren. Das Zeug kann trocknen, das Gras kann trocknen. Und ja, es kann losgehen. Gehen Sie in den Drescher rein und dann heiz. Gib Gas. So, mal einsteigen. Schön schließen. Motor an. So, mal einstellen und zwar ist das ein bisschen leise. Leuchtet es an? Perfekto. Gut. Da würde ich sagen, gehen wir, fahren wir los, denn muss ein bisschen was getroschen werden heute noch. Schnellwerkssaugen, wieso ich sehen nicht. Natürlich den Spiegel nicht, auch kein Spiegel hier irgendwie funktionieren hier ordentlich. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, müsste passen, wie steht er denn gerade, stark sagen. Ja, steht ziemlich gerade, passt doch. Muss ich sagen, habe ich doch gut hingekriegt. Den Loop auch nicht selbst. So, links ist frei, rechts ist frei, da. So. Kann ich einen Ort schießen? Kann ich mal was ausmachen, Anrad und so. So. Links ist frei, rechts auch. Gut, dann schieben wir mal raus. Ich will gerade die Dinger stehen lassen. So, vielleicht die Bäume alle mitnehmen. Ein Drescher. Ja, genau. Soll ich einfach dran vorbei? Jetzt wäre nichts. Wenn du durch bist, kann ich jetzt hier ausscheren. Weil ich hier hinten außen. Das ist komisch, wenn ich jetzt hier umgefahren wäre. Ja, von vorne kommen, hätte ich in die Ecke eventuell mitgenommen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb. Jetzt hätten wir sowieso ein bisschen reingeschneidert. Platz. Kaputt durch die Sauna, aber egal. Ist halt dann so. So, spulen wir mal hier den Schlagzeug ab. Der meiner stört das nicht. Komm ich da noch vorbei? Ja, komm ich da noch vorbei. Weil vielleicht ein bisschen an den Rand schieben, gar nicht so schlecht. Wenn ich nicht in Spielen sehe, denke ich, verschiebe ich ihn geradeaus. Ja. Wir müssen leider nach rechts fahren. So, müsste gut stehen. So. Gut, dann stellen wir mal aus. Und machen das Ding an einem Abkoppeln. Das hat man ausgeklappt lassen, denn es geht jetzt eh los. Ich glaube, wir sind kaputt gefahren. Ja, finde ich gut. Ja, die Straße. Muss eigentlich passen. Herr Pfosten würde ich gerne stehen lassen, habe ich nicht mit. Oh ne, scheiß drauf, ist nicht üblich, ist halt so. Mal ankoppeln. Ne, hoch bitte. Mal rausfahren. Hier rausfahren. Gut, dann stellen wir mal aus. Zapf wieder rein. Gut, alles fest. Das müsste auch funktionieren, dann fahren wir mal zurück. Warnblinker an. Jetzt sagen wir, drücken erstmal die erste Bahn rein. Da. Hier anlaufen lassen, die Kiste. Einrad mache ich mal an. So, gut. Dann klappen wir das Ding ab. Mal absenken. Das bleiben wir eben hoch machen. Nach vorne machen. So, ich dann. Ich denke mal, so kann man gut fahren. Gut, dann. Die Schotterablage angemacht noch. Dann geht's los. Die ersten halber Fallen für dieses Jahr.
stehen. So schlimm. Er kommt schon mal viel besser den Berg hoch als letztes Mal. Zeigt er mich schon ein bisschen. GPS an. Alt X, ne, Alt C, S, D, S. Genau, und weiter von 6 Meter. Ab und setzen Richtung 90 Grad. Und ach komm, einmal in die Breite. Ab und setzen. 90. Null sechs dreschen. Gut. Den GPS-Kurs erstellt. Kann ich nämlich nach GPS fahren. So, mal anheben. So, mal absenken. Um so viel Fall reinzukommen. Aber Outzum soll den echt auch die Gerste angefangen abzumachen. Endlich mal. Das ist halt ein bisschen später gewesen schon. Was ich das gemacht habe, aber. Ist halt so. So, muss auch so gut sein, dann kann ich jetzt hier drehen. Ich habe ja noch Platz jetzt zum Drehen, also ist nicht so, dass ich keinen Platz habe. Dann würde ich, wenn ich außen noch auf den Boden fahren. Meine zwei Bahn Vorgewände hin. Zwei Längsbahn, weil er eben hier nicht rumzufahren ist. Denkt sich nicht. Ich habe auch noch ein bisschen was fahren. Nicht gut gewesen, ja, nicht gut an drei, da. Runter. Schweine hat sich gezogen, weil das ist halt so. Ich denke, mit zwei Bahnen bin ich ganz gut bedient, einmal außen rum. Den kleinen Treter hier. Schon mal streiben, weil ich die Straße nachher, weil hier zwei Bahnen sollte reichen. Ich habe länger jetzt nicht stehen bleiben dürfen, sonst wäre es zu reif geworden und dann hätte sich wieder hingelegt sozusagen. War nichts gewesen. Von daher. Denke ich mal, eine ganz gute Entscheidung ist jetzt zu ernten. Gut, dann los rein. Da geht's hier rein. Oh, Link rum. 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 Für nicht stehen lassen. Hallo. Rechter. Lass nix stehen. Danke. Okay, Kurs schön voll. Ist noch nie im Leben. 6 Meter ist noch nicht weg, oder? Nee, 5 Meter 1. Kann auf 55 fahren, aber auf 5. Ein paar Jahre mehr zu fahren. Wir machen nochmal. Wieder 10 fahren wir jetzt. So, wir fahren noch im Schnelldeckskurs, wie das braucht. Mehr richtige Schnellwerksgröße eingestellt, jetzt passt das auch. Das sieht ja ein bisschen scheiße aus, wenn das Schnellwerk nicht passt. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen ein Timelapse und sehen uns dann gleich nach dem Abwerten dieses Feldes. Bis gleich. Ja, Leute. Das Rennen war ein voller Erfolg, denn ich habe mich auf einmal aus Versehen gestoppt und habe es nicht bemerkt. Shame on me. Ja, aber wir sind fertig. Und. Jo. Also ein Informatik vorhin, ich habe hier auf einmal halt nur Feedback statt Timelapse zu machen, habe ich dann halt auf einmal gestoppt und nicht mehr angefangen. Ja. Ist mir sehr, sehr jetzt noch Zeit für was anderes zu machen. Und zwar kann man sich noch halt noch ein bisschen dran wagen. Denn ihr seht, das Druck kann man schon ein bisschen trocken, also das kann man ruhig liegen bleiben, bis ich die Presse hole. Habe ich mir überlegt, machen wir noch eine Mission. Sind noch eine Mission da. Können wir mal gucken, Ernten, Feld 17, Feld 8, Feld 16 düngen. Kann nicht drin, weil den Kroan. Feld 17 oder Feld 8 ernten? Wo sind näher?
17 ist da. Und die 8 ist. Wo sind die 8 jetzt hin? 6. Ach, da. Ha, ich würde sagen, wir können eigentlich 17 ernten. Ja, wir sagen, wir ernten die schon mal. Ich will, ach, können wir eigentlich auch ernten. Komm, wir ernten beide Felder. Dann haben wir wenigstens was geschafft. Das heißt, Feld 17 hoch gerade. Stellen wir einfach da hoch. Dann machen wir den Case noch leer. Wir machen erst den Case leer. Auf jeden Fall erst noch hoch. Abgekoppelt. Wir einmal eben an. Ja, das so passen, hoffentlich. Jo, geht so. Gut, dann hängen wir einmal eben an. Dann begeben wir uns auf Ernttour. So, let's go. Ich hab's auch schon bald reif, also es ist schon bald alles reif, da ist schon mal schon durch. Ist schon gut daraus. Habt ihr besser ausgefunden, ist egal. Dabei ab. Ein paar Riegel mitgenommen. Ja. Ein bisschen untergerutschtes Schneidwerk. Den Schneidexamen von Klaas mal holen. Ich habe auch gedacht, das ist das Schneidwerk. Runterfahren. Anheben. So, dann schmeiß mal die Kiste mal wieder an. Schmeiß mal wieder hoch. Können wir loslegen. So. Loslegen hier. Rausdrehen, dass wir hier schon rund fahren können. Ich hätte ein bisschen weiter hinten gefahren, aber egal. So. Gut. Da muss es eigentlich fahren. Ja, runter. Zur ACLW. Übrigens das Seasons Geo mit rausnehmen, denn wenn ihr euch mal anguckt hier, minus gerade, und wir haben erst Sommerende, Herbst 1, 2, 3, 4, 5. Also im Herbst ist schon minus gerade, das ist schon früh, finde ich. Gerade für Frankreich, also ich meine, in der jetzigen Situation. Ich brauche mal dann hier auch nicht so zu machen. Deswegen kommt das Seasons Geo mit raus. Dann soll es auch ein bisschen wärmer sein. Hoffe ich zumindest, wenn nicht ganz ein bisschen blöd. Aber naja, wir sehen es dann. Mal gucken, ob der GPS-Kurs hier passt.
benutzen dafür. Etwas nach hinten zu fahren, das geht so. Ja. Können wir eigentlich jetzt noch eine Runde rundfahren und dann können wir den GPS-Kurs auch nutzen zum Ernten. Wieder rein zum Getreide. Also wenn das so läuft, hier bin ich echt zufrieden mit dem Drescher. Macht einen guten Job. Er läuft und läuft und läuft. Er hat keine Probleme so im Hang. Habe ich dazu gemerkt, also KLCR, er dreht er hat auch ein bisschen Schwierigkeiten noch zu kommen, aber es geht, also ich bin zufrieden. Es ist besser als noch Slim F, ist bequemer, Sitz, ist übersichtlicher. Hat, naja, viel mehr Arbeitsreiter der jetzt nicht unbedingt, aber macht ja auch nichts. Zurücksetzen. Ein bisschen GPS-Kurs hier, sind wir hier unten weg. Können wir mit dem GPS-Kurs, denke ich, mal ganz gut hochfahren. Das muss ja einfach mal stehen bleiben. Das ist halt so. Wenn wir hier schön alles ernten können, dann haben wir schön viel Lohndreschen dieses Jahr. Womit eigentlich sehr zufrieden wäre. Da kann ruhig ein paar Hektar durchernten. Weil ich meine, ein bisschen das muss gleich auch rausbrennen an der Welt. Und dann ist das ja, denke ich, mal die beste Alternative, um viel Geld in Dreschen zu machen, denn wir haben keine Arbeit im Getreide, also müssen es doch abernten und überhaupt nicht fahren. Wir müssen uns halt nicht drum kümmern, irgendwie das zu düngen, spritzen etc. pp. Und der Drescher ist viel ausgelastet, deswegen würde ich auch sagen, wir dreschen heute wirklich den ganzen Tag durch. Will ich zumindest probieren, einige Zeit durchzudreschen. Also heute jetzt noch die zwei Felder und dann demnächst dann die anderen Felder alle durchzudreschen. Aber wir werden hiervon so viel wie möglich abernten, viele Leute. Auch um halt ein bisschen an den ganzen Kram ranzukommen. Sagen Leute, wir machen eine kurze Timelapse und sehen uns dann wieder, wenn irgendwas.
So. Seht, das Feld ist abgeendet. Letzte Bahn ist geschafft. Ja, zack, GPS aus. So. Wir fahren jetzt mit dem Korn runter. Also, wir fahren jetzt wirklich mit dem Korn bis an die Straße. Da kann ich noch bis zum Hof fahren. Und dann tun wir es da ab, erst abtanken. Denn ich habe jetzt keinen Bock drunter zu laufen, Träger zu fahren. Nichts das. Ich muss unten hin. Aber gerade auf dem Hof, bis an das Feld schon mal. Ja, bis Richtung des Feldes zumindest. Na, Träger. Und dann fahre ich mit dem Träger heim. Dann fahre ich mit dem Träger das Korn heim. Und dann habe ich das andere ab. Da ist weg. Dann mache ich die erste noch. So. Gut, kommen wir an. Und fahren den Trecher wieder heim. So, jetzt sind wir nämlich auch bei. Oh, wie weit das andere Zeug ist. Kann noch trocken, ist nicht trocken, würde ich mal so sagen. Das ist krass. Ich bin jetzt da unten auf die Straße. Am Bürgersteig, dann komme ich nachher mit dem Trecker werde ich da raus, mache einen Rohrausklappen und dann tanken wir ab. Ich fahre dann gleich noch ins Haus vorbei, um was zu trinken. Wenn wir das andere weggefahren haben, wenn wir den Anhänger leer haben. Ich muss ne. Hab ich noch Eis hier dabei? Vielleicht Eis den Träger, glaube ich, sogar liegen. Ich trinken kann, also trinken habe ich noch einen Träger was liegen. Da ich ja gleich ich hier raus muss, nämlich mich nicht mich hinstellen in die Straße. Ich mich hier rum weiter. Hinten rein. Uah. Hier hin. Unser Feld dran. Ne? So. Das ist unser Feld, hier kann ich mich ja hinstellen. Das Roller ist schon mal eingeklappt noch. Das Problem mit dem Klönse. So, gut. Dann fangen wir gerade mit dir hier. Den hier das, den Hänger mal gerade weg, die Weizen. Ich will ja ein bisschen was Weizen da, das ist ja schon mal etwas besser als gar nichts. Es hätte noch ein bisschen mehr Weizen sein können, aber naja, egal. Er war nicht viel Fläche. Ach ja, das heißt halt ein bisschen trischer. Ich denke mal, wenn morgen ein Zeug reif ist, die anderen Felder, wird es wahrscheinlich bis in die Nacht rein getroffen. Also, ja. Wisst ihr was, ich hole mir gleich noch was zu trinken. Wir fahren runter und holen uns unten am Super unten bleiben, wo wir hinfahren. Die haben auch ein bisschen, haben auch kein Getränk gemacht. Um uns da was zu trinken. Weil, ich habe noch noch eine Flasche Eistee im Trecker. Die Flasche im Trecker ist leer. Ich denke, noch ein bisschen was zu trinken. Ich will was noch trinken, aber es ist halt ekelhaft, wenn das Wasser warm wird. Weiß jetzt keiner. Muss mir gleich noch eine Flasche Eistee holen. Hab ich das raus? Weil von Gefahr ran ist eigentlich ein bisschen schwer, also brauche ich eigentlich nicht für den Träger. Ich hab's wieder drin, habe ich ein bisschen Gewicht vorne auf der Vorderachse, dann habe ich auch nicht so ein Problem, weil ich rutsche in den Kurven. Ein bisschen Standfestigkeit, deswegen bin ich ein bisschen sicherer mit. Wir fahren hier ein bisschen links, schon gucken. So. Die nächste links fahren nächste links. So, links rüber. Kollege, geh rüber, ich muss durch. Dankeschön. So. So müsste passen. Am Armlenker rein.
hier den Trichter rein. Sollen wir eben ausklappen. Gut. Oh, müssen wir richtig vorfahren. So, das ist besser, als auf die Hinterachse laden. Müssen wir nach vorne laden. Als richtig gut stehen wir in den Kurvendeck. Wieder verkaufen. Wir fahren, ich würde sagen, machen die noch mal aus, gerade mal. Ich raus machen, brauchen wir nicht. Also, ich habe überlegt, ob wir vielleicht weiter Spinnereilage fahren sollen, aber macht keinen Sinn. Ich kann mal lang schießen. Macht schon Spaß. Ja, guck mal, ich überholen ist so eine Sache, aber. Wir können's. Dann zerbehen und ab dann. Und abladen. Perfekt. Jo, wir haben ein bisschen Geld verdient. So, wir noch die Lohnungsleistung einmal abschließen und fertig. So, Leute, ich würde sagen, schon mal was zu trinken. Dann fahren wir nächste Folge dann das andere Feld rächen. Ich will noch nicht aufmachen, ich will nur noch an den Rand fahren. Dann können wir noch eigentlich. Draußen, wenn ich jetzt raus auf die Straße. Sei mal. Upsi, Entschuldigung. Vielleicht stehen noch ein bisschen. Ja, danke. Das zieht hin. Schattenparken. Kontrolle kommt von da. Gut. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ich mal, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich schreibe gerne mal beim nächsten Mal vorbei. Macht's gut, bis dann. Und hab nicht vergessen. Ciao.